Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ja, immer wieder kommt ja das Thema Schwitzen in unseren Alltag rein, in der Sauna oder eben auch mit dem Thema Infrarot. Wo da jetzt wirklich die Qualitätsunterschiede liegen, wie wir am besten entgiften können, wie wir die richtige Entscheidung treffen können, um eben auch im Körper gewisse Heilungsprozesse oder auch ja Temperaturregulierungen vornehmen zu können. Das erfahren wir heute von unserem Experten Kurt Allensbach. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Kurt, schön, dass du da bist. Hallo Corinna, ja, ich freue mich hier zu sein und dieses Thema zu beleuchten, Wissen zu vermitteln. Danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, ich freue mich auch sehr, vor allen Dingen, weil ich mich auch so dafür interessiere, weil ich gehe natürlich gerne in die Sauna, aber das Infrarot, wenn ich dann natürlich sehe, lese und höre und schon die Interviews mit Alexander und dir angeschaut habe, dann überzeugt es mich natürlich schon. Aber jetzt würde ich heute gerne wirklich mit dir in die Tiefe einsteigen. Mhm. Sauna, gibt es das schon länger oder gibt es Infrarot schon länger oder wie sind denn da so die historischen? Ja, die Sauna kommt ursprünglich aus dem Norden, ist unschwer zu erkennen, weshalb, weil es da nicht so warm ist und die mussten was machen, um einfach auch die Wärme in den Körper zu führen. Wie lange genau die Sauna existiert, weiß ich nicht, aber sicher schon über 100 Jahre. Natürlich am Anfang mit eher einfachen Mitteln. Die Infrarotkabine, das ist relativ einfach für mich, die ist genauso alt wie ich, nämlich 54 Jahre und wurde in Japan erfunden. War dann 12 Jahre lang reserviert für die medizinische Anwendung und wurde dann 12 Jahre nach der Erfindung freigegeben für die private Anwendung. Also es ist relativ neu, also nicht mehr so neu, aber genug neu, dass eben leider noch viel zu wenig darüber bekannt ist, über die Effekte. Und da freue ich mich, dass ich jetzt hier die Unterschiede beleuchten kann. Und ich möchte es auch wirklich so handhaben, dass ich Unterschiede aufzeige. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, ja, das ist nicht gut und das ist besser, sondern ich zeige einfach neutral, wissenschaftlich bewiesen die Unterschiede auf zwischen der finnischen Sauna, wobei bei der finnischen Sauna gibt es ja auch die Biosauna, das System ist aber dasselbe, und dann der Infrarotkabine. Und wenn du erlaubst, dann mache ich jetzt hier mal so meine Auslegeordnung, die ich dann in der Beratung auch immer so den Menschen erkläre. Also wir haben drei Bereiche, wo wir Unterschiede feststellen. Das ist einfach dann das System, wie arbeitet die Kabine, Sauna oder Infrarotkabine mit dem Körper, dann die Anwendung und dann der Hauptpunkt, das Wichtigste, wo sind die Wirkungen unterschiedlich. Fangen wir bei dem System an. Also es ist bekannt, die Sauna erwärmt die Luft auf 80, 90 Grad mit dem Ziel, durch den Temperaturunterschied den Körper zum Schwitzen zu bringen. Warum will man überhaupt den Körper zum Schwitzen bringen? Weil man weiß, dass durch das Schwitzen werden Giftstoffe aus dem Körper ausgeschieden. Das entlastet den Körper, stärkt das Immunsystem und man ist gesünder. Man weiß ja, wenn man regelmäßig in die Sauna geht, also 2-3 Mal, mehr darf man nicht pro Woche, ist man resistenter gegen Erkältungen. Das Thema bei der Sauna ist auch, dass ich dann oft höre, ja, ich bin nach der Sauna ein bisschen müde. Das werden 90-95% der Saunabenutzer und durch dein Kopfnicken merke ich das auch, ist man müde. Der Grund für die Müdigkeit ist eben der große Temperaturunterschied. Er führt zwar dazu, dass ich sehr schnell schwitze, weil der Körper durch die Flüssigkeitsabgabe die Temperatur ausgleicht. Das ist aber natürlich auch ein bisschen Stress, weil das wirklich sehr schnell gefordert wird vom Körper und darum ist man anschließend an die Sauna meistens müde und sollte sie auch nicht mehr als 2-mal pro Woche machen. Bei der Infrarotkabine, du hast eine Frage. Darf ich dir kurz was fragen wegen dem Schwitzen? Kann es sein, ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Beobachtung von mir ist, dass ich bei niedriger Temperatur, jetzt bei Infrarot, viel intensiver schwitze wie jetzt in der Sauna, wo eine hohe Hitze ist, da habe ich das Gefühl, Der Körper, der stoppt erstmal diesen Schwitzvorgang, oder ist es jetzt nur von mir? Also das ist eine sehr, sehr gute, intelligente Beobachtung, denn das ist das, was ich oft auch höre, dass der Körper in der Sauna teilweise gar nicht schwitzt, weil er aus Panik zumacht. Ja. Vor allem Frauen. Bei den Männern weniger. Also bei 90 Grad, da denke ich immer, bleib ewig. Genau, er macht zuerst zu und wenn dann der Druck zu groß ist, dann muss er, denn es ist ein bisschen hart, das zu sagen, aber wenn ich jetzt wirklich 20 Minuten in der Sauna bleiben würde und das Schwitzen wirklich also absichtlich unterbinden würde, dann würde es meinem Kreislauf gar nicht gut gehen. Aber diese Reaktion ist sehr gut beobachtet, passiert übrigens bei meinem Körper auch.
Und was du jetzt angetönt hast, wie mache ich jetzt das bei der Infrarotkabine, das System? In der Infrarotkabine ganz wichtig zu wissen, das Schweißvolumen, ich rede jetzt mal nur von der Menge, ist in einer guten, qualitativ hochwertigen Infrarotkabine mindestens gleich hoch, eher höher als in der Sauna, weil der Körper sich in einer Atmosphäre befindet, wo er sich ein bisschen angenehmer aufgehoben fühlt, weil die Temperatur ist irgendetwas marginal über Körpertemperatur. Also meine Kunden, ich selbst, wir machen das so bei 44, 45 Grad Raumtemperatur. Der Saunagänger sagt immer, aber da schwitze ich ja nicht. Das heißt, ja, gehen Sie mal rein, probieren Sie es mal. Und jetzt, wieso passiert das Schwitzen? Ich führe dem Körper Infrarot zu. Das Infrarot, das ist genau das Gleiche, das von der Sonne kommt. Nämlich von der Sonne kommt 52% von allem, was sie uns schickt, ist Infrarot. Infrarot ist pure Wärmeenergie oder die ursprünglichste Energieform des Lebens. Und hier haben wir den ersten kleinen gemeinsamen Nenner, weil das eben von der Evolution eine bekannte Energie ist, kennt das der Körper und er sagt, oh, kenne ich. Also absolut sicher, muss mir niemand erklären. Und jetzt, das Infrarot transportiert die Wärme in den Körper. Das heißt, das Infrarot trifft auf den Körper. Überall habe ich ja Haut, trifft auf die Haut, transportiert durch das Blut die Wärme in den Körper. Also ich erkläre es nochmal. Der Infrarotstrahl, der trifft auf die Haut, gibt die Infrarotwärme ab. Das Blut nimmt die Wärme auf, weil Blut haben wir an der Oberfläche, in der mittleren Hautschicht, und transportiert das Blut im ganzen Körper. Und dadurch wird der Körper erwärmt. Also ich habe Messungen gemacht an mir selbst. Mein Körper ist etwa 1 bis 1,4 Grad wärmer in meiner Infrarotkabine als normal. Und jetzt zünde ich so einen kleinen Ofen an innen und dann wird der Schweiß nach außen gedrückt. Wenn man 1,4 Grad hört, das ist so, wie wenn ich ein leichtes Fieber habe. Man spricht auch von künstlichem Fieber, aber ohne die negativen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Mattheit, das hat man natürlich alles nicht, weil wir keinen Infekt haben. Aber beim Fieber schwitze ich auch. Kennt jeder. Ja. Warum? Eben um den Körper zu reinigen. Und das künstliche Fieber, das ist eigentlich das Ziel der Infrarotkabine. Und je besser die Infrarotkabine ist, desto höher kann ich die Körperkerntemperatur steigern und dadurch schwitze ich. Das Schwitzen ist aber anders von der Systematik her, und zwar, das fängt langsam an. Beginner, Anfänger, die werden vielleicht erst so nach 25, 30 Minuten anfangen zu schwitzen, weil meistens bei den Kunden einfach die Schweißdrüsen zu sind, die Haut auch belastet ist durch Vergiftungen. Da machen wir dann, glaube ich, noch eine spezielle Sendung darüber. Und mit dem Fortschreiten des Trainings, für mich ist das auch eine Art Training, schwitzt man früher. Und wenn ich jeweils in die Kabine gehe, ich habe immer ein Handtuch da auf dem Oberkörper, das ist immer total nass, hänge ich draußen auf das Geländer, lasse es über Nacht trocknen und erst dann geht's in die Wäsche, sonst würde es zu stark riechen. Und das sind die Systemunterschiede. Also Sauna kommt von außen und zieht den Schweiß raus, schnell. Und weil es eben schnell und von außen kommt, kann es nicht so viel mitnehmen. Infrarot geht rein und drückt den Schweiß raus. Und jetzt haben wir hier, das ist auch Wissenschaft, möchte das auch nicht werten, aber es ist Wissenschaft, in einer guten Infrarotkabine kann ich 4 bis 5 Mal mehr Giftstoffe lösen und transportieren als in der Sauna, weil das System anders ist. Ich vergleiche doch, jeder von uns hat mal Fenster geputzt. Wenn man Fenster putzt und das schnell macht, also so ganz schnell, dann geht nicht so viel mit. Wenn ich mir aber Zeit nehme, vielleicht warmes Wasser nehme, dann gehen auch die kleinen Verschmutzungen weg. Und das ist so im Prinzip der Systemunterschied. Ich gebe einfach dem Körper mehr Zeit und die Temperatur ist ganz entscheidend. Wir brauchen, also in einer guten Infrarotkabine, machen wir den Effekt nicht mit der Temperatur, weil dann wäre ich ja wieder bei der Sauna. Das bringt ja nichts. Oder vielfach kommen die Leute und sagen, ja, kann ich denn bei Ihnen mehr Wirkung erzielen, wenn ich höher anstelle? Ja, ich wollte gerade sagen, geh bei uns höher, schneller, weiter. Ja, wie, du gehst bei 80 Grad, ich gehe bei 90 Grad. Und dann kommst du und sagst, die Temperatur spielt gar keine Rolle. Bei uns nicht, nein. Ja. Bei uns spielt es keine Rolle, weil wir machen die Wirkung nur mit dem Infrarot, weil wir genug Leistung haben. Und das ist auch das Resultat so schön, dass die Leute nicht mehr dem Druck ausgesetzt sind, ja, ich muss irgendwo schneller, weiter, höher, um meinen Körper zu beglücken. Nee, ist ganz im Gegenteil. Nämlich so, wie es für dich gut ist. Sag mal,
Typischerweise Frauen so 60, 65 Jahre, die gehen bei 41, 42 Grad in die Kabine. Und dann machen wir das andere Extrem. Männer 40, 45, vielleicht noch von der Sauna vorbelastet, machen 55 Grad, bis sie dann merken, dass auch das gar nicht nötig ist. Es ist sogar so meine Beobachtung in unseren Kabinen, wenn man zu hoch einstellt, die Temperatur, dann passiert das, was du erklärt hast oder beobachtest in der Sauna. Dann macht der Körper zu. Und dann sagen sie mir, ja, warum geht es mir nicht so gut bei 55 Grad und bei 45 geht es mir besser? Und dann sage ich, eben, machen Sie das, wo Sie sich wohlfühlen. Also zusammenfassend die Unterschiede, Sauna macht die Luft warm, geht schnell den Schweiß holen und darum ist ja die Sitzung oder der Gang in der Sauna 10, 12 Minuten. Länger hält man es auch nicht aus. Also der panische Blick zur Sanduhr, wann darf ich endlich, oder? Und bin ich froh, bin ich draußen und okay, wir müssen nochmal. In der Infrarotkabine, das auch, ist man dann am Stück 40 Minuten und kann so in eine viel tiefere Entspannung gehen. Ja, aber auch in kontinuierliche Entgiftung. Also ich habe es jetzt wirklich so ein bisschen am eigenen Leib erfahren. Ich war immer in Saunas, ich hatte irgendwie keine Möglichkeit mit Infrarot. Und dann war ich wirklich im Urlaub, konnte dann jeden Tag eine nutzen. Und ich hatte das Gefühl, das fließt dann wie so ein Bach mal über die ganze Zeit raus, ohne Unterbrechung, ohne kalt abduschen, wieder Poren. Ich weiß nicht, was dann passiert, gehen die Poren zu, ist der Entgiftungsprozess wieder unterbrochen. Aber da war das dann wirklich mal wie so. Und mein Unterbewusstsein hat immer gesagt, heute wieder. Also du hattest so wirklich den Drang, setz dich rein. Genau, weil der Körper eben spürt, es tut ihm gut. Mhm. Also ich bin kein Saunagänger, ich kann nicht so aus Erfahrung sprechen, weil ich kann nicht atmen und bei mir macht es eben auch alles zu. Ich weiß einfach von Menschen, die gehen, weil man eben geht, aber sie sagen, ja, ich bin anschließend müde. Ich sage, ja, das ist ja toll. Also ich mache was für den Körper und anschließend bin ich noch kaputt. Das ist nicht unbedingt nicht mein Ziel. Und wie kommt dann diese Fitheit in den Körper? Also weißt du, bei der Infrarotkabine. Ja, genau. Das ist die Lebensenergie. Das ist das Infrarot, was vital macht. Das eine, das andere ist, was es eben auslöst. Aber da möchte ich noch ein bisschen warten, bis wir zu den Wirkungen kommen. Aber das ist die Vitalität, dass wir immer beobachten, die Menschen oder ich selbst sind vital nach der Infrarotkabine. Könnte ich es dann auch morgens anwenden oder tagsüber oder macht man es doch eher abends, weil man ruhen sollte? Oder? Gut, dann machen wir gleich den zweiten Teil, die Anwendung, weil du ja die Frage so... Ja. Okay. Also die Unterschiede haben wir jetzt beleuchtet. Nochmal Fazit eben, Luft heiß ziehen, Körper von innen wärmen, drücken. Hier eher langsam. Der Körper hat Zeit, hat auch Zeit, Sachen zu lösen. Hier eher schnell. Jetzt die Anwendung. Die Sauna muss sich vorheizen, etwa 45 Minuten, dass ich eben diese Kubatur, das sind ja meistens 2 mal 2 Meter, plus mal 2 Meter hoch, macht 8 Kubikmeter, Luft muss sich warm machen, dauert im schnellsten Fall 30 Minuten. Das ist etwas, was man am Abend, wenn man erschlagen wie ein Hund zu Hause kommt von der Arbeit, eher nicht macht, noch 3/4 Stunde warten. Die Infrarotkabine schaltet man ein. Und während man sich vorbereitet, also was trinkt, was Leichtes isst, sich entkleidet, kann man schon reingehen. Nach 5 Minuten ist sie bereit. Also das mache ich, wenn ich nach Hause komme. Also wenn ich jetzt heute nach Hause fahre am Abend, weiß ich schon programmiert, es geht mir zwar sehr gut und ich bin total happy bei euch, aber ich werde in die Kabine gehen. Einfach so präventiv, weil ich ja noch ein bisschen fahre. Gut, das heißt, ich komme, schalte ein, mache mich bereit und gehe in die Kabine. Das ist mal so, das ist sehr, sehr praktisch. Dann Stromverbrauch ist auch immer eine Frage. Wie viel Strom braucht die Kabine? Also hier ganz klar an der Stromrechnung merkt niemand, dass er eine Kabine hat. Wir sprechen hier je nach Modell im Schnitt etwa von 35 bis 40 Cent pro Sitzung. Wenn ich das also 3-mal mache, kriege ich nicht mal einen Kaffee dafür. Okay. Also nichts. Und das, was du gesagt hast von der Dauer, genau, Sauna, die 3 Saunagänge, warum abschrecken? Man sagt einfach, um den Organismus wieder zu beleben, aber ist natürlich klar, wenn ich dann in das eiskalte Wasser gehe, geht's hier zu. Darum sagen wir auch, wer wirklich das Schwitzen, vor allem in der Startphase, in der Infrarotkabine unterstützen möchte, dem raten wir warm zu duschen, weil dann geht's auf.
Vorher oder danach? Oder? Also in der Startphase, wenn jemand sagt, ich möchte gerne schnell entgiften, dann kann ich sagen, zur Unterstützung in der Infrarotkabine können Sie vor dem Gang warm duschen, dann öffnen Sie Ihre Poren. Ah, okay. Und dann natürlich anschließend, wenn man die Giftstoffe auf der Haut hat, das wegduschen, dann nochmal. Also ich mache das natürlich nicht mehr und ich empfehle das eigentlich selten, weil das ist dann schon viel Duschen, Kabine nochmal duschen. Man muss danach auch ein bisschen aufpassen mit dem Duschen und der Haut. Aber wenn ich jetzt merke, dass jemand das einfach auch braucht, sage ich, das dürfen Sie machen. Gut, eben Sauna, diese drei Gänge, also das Gang, Wasser, Gang und dann fertig. Und der Infrarotkabine, Eingang, möglichst eine komfortable Position, weil man ja eben in die Tiefenentspannung gehen möchte. In der Sauna ist es nicht so wichtig, ob ich jetzt sitze oder liege. Meistens bewegt man sich sowieso ein bisschen, da muss man wieder Aufguss machen. Es ist eher so etwas Lebendiges, spricht auch viel Infrarotkabine, eher etwas Ruhiges, vielleicht mit Musik. Darum gibt es auch in der Öffentlichkeit, in den Spas nicht so große Infrarotkabinen, weil wer weiß, wie man es macht, der hat dann auch gar nicht Lust, groß zu sprechen über Wetter oder Börsenkurse. Mhm. Das macht man dann eigentlich nicht, sondern man lässt wirklich sich auf den Prozess ein und der geht auch tief. Also man ist so, ich kann das gut vergleichen mit einer guten Massage. Wer schon immer eine gute Massage gehabt hat, irgendwann dämmert man vor sich hin, vielleicht sogar kurz einnicken. Und das ist das Gleiche in einer guten Infrarotkabine, weil der Prozess sehr, sehr tief geht. Das ist von der Anwendung. Eine Frage? Ja, jetzt gibt's ja Kabinen, wo ich nur sitzen kann oder liegen kann. Mhm. Jetzt, soll ich mir jetzt wirklich eine holen, dann, dass ich auch die Liegefläche habe? Also hier ist ganz einfach. Wir haben festgestellt, und das ist auch ein Teil des Erfolges, dass der Komfort sehr, sehr wichtig ist. Ich mache ganz ein einfaches Beispiel. In der Infrarotkabine wirst du sehr entspannt. Ich habe jetzt von diesem Dahindämmern gesprochen. Mhm. Frage, machst du das lieber im Sitzen oder im Liegen? Ja, im Liegen natürlich. Ist ganz einfach. Ja, ja. Wer es nicht glaubt, den lade ich ein. Kommen Sie zu uns, machen Sie eine Testsitzung. Die Leute kommen zu uns von Deutschland, also bis Frankfurt, sogar leicht drüber kommen die zu uns, weil sie das erleben wollen. Und dann sage ich, Sie müssen mir nichts glauben, probieren Sie es aus. Aber es ist nur logisch. Also der Entspannungseffekt in einer liegenden Position, wobei liegend ist auch, wenn der Oberkörper leicht, sagen wir mal so, aufrecht ist, dann ist einfach alle Hals, Nacken, Schulter, Rückenmuskulatur ist entspannt. Und dann kann man auch arbeiten. Also kein Masseur würde dich in dieser sitzenden Position massieren. Ja. Er sagt, Corinna, das geht nicht. Du hast leichte Spannungen. Das ist ja logisch, sonst würdest du runterfallen. Bei mir dasselbe. Mhm. Darum eher entspannend. Jetzt gibt's aber Leute, die sagen, ja, für mich ist es total entspannend, wenn ich so ein bisschen sage, okay, dann ist das toll. Das ist Ihr Körper, der das bestimmt. Aber der Effekt ist viel höher, wenn ich mal grundsätzlich mich entspanne. Ja. Und daher ist die Frage eigentlich einfach beantwortet, was ist für Sie bequem? Ich weiß aber, dass viele Anbieter nur Sitzkabinen haben und dann irgendwas erzählen von man muss etc. Wer es aber probiert, und wir haben auch Rückmeldungen von Kunden, die verschiedene Systeme probiert haben, ist immer die Aussage ganz klar, Komfort ist wichtig. Und warum ist Komfort wichtig? Du hast zu Hause ein Sofa. Ich nehme an, du hast ein bequemes. Denn wenn du kein bequemes hättest, würdest du es tauschen. Niemand setzt sich freiwillig irgendwo hin, wo es nicht bequem ist. Warum bitte in der Kabine? Wenn ich dann am Abend schon Unterstützung brauche, dann bitte bequem. Weil was du vorher wunderschön beschrieben hast, eben dein Körper hat gerufen. Jeden Tag. Der Körper ruft nur, wenn es ihm gefällt. Er ruft nach dem Essen, das ich gerne habe. Mhm. Er ruft nicht nach etwas, was ich nicht gerne habe. Da muss ich mich zwingen. Und wenn ich mich zwingen muss, höre ich auf. Und dann sind auch 500 Euro zu viel. Bei den Entgiftungsprozessen nochmal mit den 40 Minuten, bringt da jetzt auch mehr, dass man sagt, ich nehme jetzt die doppelte Zeit oder gibt's da, weißt du, beim dreimal in der Woche, wie kommt man auf die Zahl? Ich komme auf die Zahl, weil das ist die beste Rückmeldung, die ich habe von meinen Kunden. Wir bieten ja auch an, dass man die Kabine bei uns 6 Wochen testen kann. Mhm. Das sind ja der einzige Anbieter im deutschsprachigen Raum. Und da habe ich natürlich einen riesen Erfahrungsschatz. Welches sind die Ergebnisse? Und es ist ganz klar, die besten Ergebnisse
In den 6 Wochen wollen die Leute ja wissen, was passiert, habe ich, wenn man 3-mal in die Kabine geht. Jetzt, warum nicht 6-mal? Ja, weil die Kabine so eine Leistung entfaltet, dass 3-mal in der Anfangsphase genug ist, um das zu verarbeiten. Das ist eigentlich wie beim Sport. Also niemand, der anfängt zu joggen, geht jeden Tag. Das geht nicht. Aber 3-mal ist eine gute Frequenz. Deine Frage wegen der Zeit. Wir empfehlen 40, 45 Minuten in der Kabine. Aber ich selber, ich mache immer mehr, weil für mich die beiden Hauptgründe sind Entgiftung und Immunsystem. Die Entgiftung, die weiß ich jetzt belegt durch Analysen, auch durch meine Haut, die ist bei mir relativ hoch. Und ich mache immer 60, 70 Minuten. Und je länger man in der Kabine ist, desto größer ist die Zufuhr von Infrarot und desto mehr kann ich entgiften. Also ich lasse dem Körper einfach mehr Zeit für die Reinigung. Also das ist ganz logisch. Und so kann ich die Wirkung steigern. Und eben nicht durch die Temperatur, sondern durch die Zeit und oder die Frequenz. Also wenn ich jetzt jeden Tag gehen würde, hätte ich noch mehr, wobei geht ja gar nicht mehr so viel. Also ich habe es dir auch gezeigt. Ja, ja, ich habe deine Analyse gesehen, Analyse, dass ja, Schwermetalle spielen ja keine große Rolle mehr. Überhaupt nichts und ja, so, wirklich alles. Auch Leichtmetalle, ja. Genau. Und von daher muss ich nicht 7-mal gehen, 3-4-mal reichen, es sei denn, es ist etwas Akutes. Da kann ich dann ja in einem anderen Interview, was wirklich 2 tolle Vorfälle, die mir passiert sind, und dann reicht das. Aber wie meine Kunden, in der Anfangsphase sage ich, bitte nichts überfordern. Und dann oft höre ich, ja, jetzt gehe ich 5-6 Mal, weil es einfach die Reise so schön nach oben geht, wenn die Qualität stimmt. Um dann so eine Haut wie du zu bekommen, die ist ja wirklich, also ich weiß nicht, ob man das über die Kamera sieht, aber es ist schon, wo ich schon dachte, das ist ja echt. Und das entwickelt sich dann so über die Zeit. Und jetzt die Frage, wie geht man danach? Es gibt ja diese Theorie, auf gar keinen Fall nach der Sauna oder Infrarot nochmal Duschgel drauf machen, weil die Poren sind auf, dann geht das ganze Nano und Plastik alles in den Körper wieder rein. Ja. Bleibst du auch nur bei Wasser oder sagst du sogar, okay, ich dusche danach gar nicht und trockne mich nur ab? Also gar nicht duschen ist gar keine gute Idee. Weil das Gift muss ja weg. Das Gift muss weg, ja. Also meine Kunden berichten ja sogar, dass der Schweiß sich, also ich kenne ja nur meinen Schweiß, dass der Schweiß sich ölig anfühlt. Das ist, weil einfach durch die Qualität und die hohe Wirkung sehr viel transportiert wird. Und dann muss es weg. Ja. Unbedingt. Ich habe in meinem Badezimmer nur die Haarlotionen meiner Tochter, die ich nicht brauche, und sonst habe ich nichts, also da kommt keine Seife. Es ist tatsächlich so, da kann ich eine Anekdote erzählen, das war vor 3 Monaten, ruft mich eine Kundin, die ich eben begleitet habe, ruft an und sagt, Herr Allensbach, was ist das? Jetzt habe ich das eine Woche gemacht, super, Haut fühlt sich schon weicher an, aber jedes Mal, wenn ich geduscht habe, beißt es. Dann sage ich, ja, was machen Sie denn? Ja, ich schmiere was ein. Sage ich, um Himmels Willen, lassen Sie das. Sehen Sie, wie offen Ihre Poren nach einer Woche schon sind? Und jetzt schmieren Sie, also cremen Sie sich ein, um das Hochdeutsch korrekt zu formulieren. Ja. Und genau das reizt. Und jetzt wissen Sie, was Sie früher der Haut alles angetan haben. Also entweder nehmen Sie was 100% Natürliches oder lassen es ganz sein. Weil vor allem Frauen, aber auch Männer interessanterweise, und hat mich sehr gefreut, die berichten, dass nach 2-3 Wochen die Haut so viel besser ist, dass sie die Creme entweder ganz weglassen oder minimieren können. Also ich mache gar nichts. Ich ab und zu, wenn ich jetzt im Garten arbeite, habe ich ein bisschen Seife. Aber nach der Kabine auf keinen Fall. Okay. Nur abduschen. Na, super. Ja. Vielen lieben Dank, lieber Kurt. Das war total spannend. Ja. Und ich freue mich auf weitere Interviews. Wir werden noch auch ein Interview nur für die Frauen machen. Da habe ich noch ein paar Fragen. Und ja, wenn man sich jetzt doch nochmal mehr mit der Thematik befassen möchte, gibt es da Möglichkeiten, sich zu informieren? Ja, gerne. Also ich verweise gerne auf die Homepage. Die kann man vielleicht dann noch einblenden in der Videobeschreibung. www.alvaspa.ch. Wir haben Kunden international, also in ganz Europa, sehr zufrieden. Und da können Sie sich informieren. Man kann mir auch Mails schreiben. Ich beantworte alle Fragen, auch wenn man bei mir nichts kauft, spielt keine Rolle. Wenn man irgendein Thema hat, Leute, die Infrarotkabinen haben, können mich anschreiben. Und auf der Homepage haben wir sehr, sehr viele Fakten, auch wissenschaftliche Hintergründe. Auch ganz wichtig, das möchte ich sagen, weil das ist gefährlich. Schauen Sie, wenn Sie sich mit dem Thema befassen, eine zu kaufen, dass die Kabine kein Infrarot A hat. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Hier haben wir auf der Homepage genug Hinweise. Man kann mich auch fragen, ist ein großes Thema, denn sonst schaden Sie sich mehr, als Sie sich nützen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir noch ein Interview zu der
Qualität von Infrarotkabinen machen, ja, dass gerne. Wir wirklich sehen, worauf muss ich denn achten beim Kauf, was gibt's für Qualitätsunterschiede und dass eben sowas nicht passiert. Genau, das ist wichtig. Dann würde ich mich freuen, wenn du nochmal kommst. Ich komme sehr, sehr gerne. Danke. Dankeschön. Herzlich. Ja, danke. Danke dir. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Thema Schwitzen ist auf jeden Fall zum Entgiften ein sehr wichtiger Faktor. Und ja, weitere Interviews zu unserem Gast finden Sie wie immer unter www.qs24.tv. Und da wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.